Hallo Freunde, willkommen zurück in Skyrim. Ja, den gackernden Jarl kriegen wir leider nicht mit, aber ich fürchte, der spaßige Teil der Party hier ist vorbei. Jetzt geht's richtig offensiv gegen die Talmor. Viel Spaß! Wie stellt der sich gackern vor? So, hast du mir die Ausrüstung? Nein, hast du nicht. Wenn ich meinen Kram nicht wiederbekomme. Lasst mich das Gespräch führen. Welches Gespräch? Er belästigt die anderen. Das ist eine Beleidigung meiner persönlichen Würde. Diesmal bin ich vollkommen unschuldig. Okay, So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt in meiner Nähe und überlasst mir. Hey, rote Äpfel. Folgt mir. Wer kommt da, Malbor? Und Kartoffeln. Dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Dann halt dir die Nase zu. Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da. Ich habe nichts gesehen. Haha. Okay. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Na, ich nicht muss doch. Die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas. Stimmt. Optional beschaffe dir deine Ausrüstung zurück. Sind die verrückt? Ich bin froh, dass ich den Kram wieder habe. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Okay, das heißt jetzt. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Sehen? Zu wem gehören Sie? Gehört? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Halte mich daran. Okay. Ganz schlecht. Ja, so viel zu Ragenschleichen. Das wussten wir ja vorher. Dass das aber so schlecht ist, hätte ich nicht gedacht. Tod ist der einzige Weg aus eurem Leben. Okay, sind das jetzt Schritte von einer ganzen Armee, die auf uns zukommen? Wenn ja, wird das lustig. Okay, den ganzen Blödsinn kann man nicht brauchen. Kann ich auch nicht brauchen. Haben die denn nichts hier, um jemanden zu heilen? Ich könnte jetzt natürlich die ganzen Äpfel aufessen. Da stellt jeder ein bisschen Gesundheit wieder her, aber das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ist aber irgendwie die ganze Mission gerade. Na gut, so langsam regenerieren wir ja wieder. Au! Meine Herren, der haut rein. Au. Gut, wir brauchen einen Heiltrank und wir brauchen ihn schnell. Ja, wenn er eine Sichtlinie auf mich braucht, wird er wohl herkommen müssen. Dann bin ich in Nahkampfreichweite. Ihr wollt mich besiegen?
Ja, sehr unmöglich. Weißt du, wie Schwerter funktionieren? Das spitze Ende geht in den anderen rein. So ein Mist aber auch. Das heißt, wir müssen vielleicht nochmal eine Kante vorsichtiger rumlaufen hier. Himmelsrand, na klar. Okay, das könnte unser Fluchtweg sein. So kommen wir wenigstens in den Innenhof. Und dann hängen wir im Freien mit den ganzen Wachen und haben immer noch einen Zaun um uns rum. Vielleicht eine doofe Idee. Man könnte natürlich versuchen, das könnte funktionieren. Jetzt hört man uns auch nicht beim Schleichen. Und wenn uns einer entdeckt, sagen wir einfach, wir haben uns verlaufen. Wir suchen die Toilette. Die halten hier nichts von Türen, oder wie? Das ist ja arg doof. Gut, wir suchen immer noch nach Papieren, die in ihren Gemächern sein sollen. Dann sind das hier wohl nicht ihre Gemächer. Gut, ich würde die außerdem eher in einem Arbeitszimmer vermuten, solche wichtige Papiere. Geht's wieder nach Himmelsrand. Ist vielleicht jetzt auch nicht so gerade. Also was unten schon nicht gut ist, ist oben noch viel schlechter. Das verstehe ich nicht. In den Filmen hauen die immer wieder nach oben ab. Na toll, dann stehen sie auf dem Dach. Und dann? Da viel gekonnt da oben. Ja, Ragen. Du bist hier in einer Leben- und Todsituation und dir knurrt der Magen. Willst du vielleicht noch eine Trommel und durchs Haus marschieren, damit dich jeder hört? Ja, Lavendel brauchen wir nicht. Zaubertränke waren schon eigentlich nicht schlecht. Naja, kleine Heilung ist besser als gar keine Heilung. Das sieht allerdings eher aus wie so eine Art Esszimmer oder so und nicht wie ihre Gemächer. Ja, und düster ist es auch. Relativ. Moment. Ach so, ist es doch schon viel angenehmer. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich übersehe was. Ja, zum Beispiel hier starke Heilung, Gesundheit. Müsste doch eigentlich hier sein. Verstehe ich nicht. Oder doch im Erdgeschoss? Okay. Da sind wir wohl einmal falsch abgebogen. Dann würde ich sagen, schleichen wir noch ein bisschen rum. So gut Ragen das eben kann. Da. Doch. Doch nach draußen? Das kann doch gar nicht sein. Das ist aber eine blöde Idee. So, sicherheitshalber nochmal abspeichern. Ich habe das Gefühl, das geht gleich ganz übel in die Hose, was wir hier machen.
Spitze. Da guckt man einmal kurz um die Ecke und schon ziehen die alle ihre Waffen. Na, das wird lustig. Ich frage mich gerade, wenn wir uns jetzt als Talmor verkleiden, ob wir dann auffallen. Manchmal wünsche ich mir, wir hätten doch einen Schleichcharakter gespielt. Ich zeige euch auch gerne, warum. Hier, schleichen. Oh, wir sind inzwischen 21. Das ist schon der Hammer. Muss ich sagen. Da, guckt mal. Nein, stopp. Das war falsch. Das war auch falsch. Verdammt, wo war das? Da gab es mal eine richtig geniale Fähigkeit hier. Da, genau. Richtig, dieses hier, Maskenspiel. 110 auf Redekunst. Ja, dann könnten wir jetzt das komplette Talmor-Set anziehen und dann wären wir ein Talmor für die NSCs. Das wäre leicht, aber so weit sind wir nicht. Ja, also hier links scheint es mir ein guter Fluchtweg zu sein. Aber das könnte knifflig werden. Gut, da drüben steht einer Wache. Naja, so gut ist das vielleicht doch nicht. Da läuft einer Patrouille. Man könnte natürlich versuchen, die Leute einzeln auszuschalten, leise. Mit Morch, also mit Schleichenbonus, könnte das für einen One-Hit reichen. Wo müssen wir denn genau hin? Ja, das sieht so aus, als müssten wir hier durch den Innenhof. Wir könnten eigentlich auch versuchen, im ersten Stock uns zuerst mal einen Überblick zu machen. Dort war ja auch eine Tür nach Himmelsrand, also nach draußen. Das probiere ich mal aus. Denn im Moment haben wir nur zwei Wachtposten gesehen. Und dass wir hier einmal außen rum und quer über den Innenhof laufen müssen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Info und naja, richtig glücklich bin ich damit auch nicht. Ich würde mir ganz gerne noch einen Überblick verschaffen. Vielleicht haben wir noch eine Möglichkeit, eine kleine Kletterpartie zu machen oder so und damit leichter ans Ziel zu kommen. Okay, das sind wir wieder. Und jetzt die Preisfrage. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr hier außen rum, sondern nur noch hier lang. Nur noch in Anführungszeichen, denn leicht wird auch das nicht. Na klar. Ich werde wahnsinnig. Da wimmelt es hier nur so vor Wachen. Was haben die vor? Womit rechnen die hier? Das ist ja übel. Ich glaube, wir warten einfach, bis die Party vorbei ist. Dann sind die Wachen irgendwie wieder auf ihren normalen Posten und dann wird es vielleicht etwas entspannter hier. Ist ja der absolute Wahnsinn. Okay, das soll jetzt erstmal der liebe, nette, brave, schleichende Ragen gewesen sein. Ab sofort würde ich sagen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen pieken. Mit dem Schleichenbonus macht er schließlich doppelten Schaden. Kriegen wir vielleicht einzelne Ziele kaputt? Ich glaube, da kommt uns jetzt wirklich der Zufall zu Hilfe. Also nur fürs Protokoll, ich habe den nicht gerufen oder so. Das ist ja ein Traum.
Die nehmen wir mal mit für unsere Begleitung. Okay, die scheinen jetzt ausreichend abgelenkt zu sein. Würde mir aber ähnlich gehen, wenn ich dann plötzlich so einen Drachen hier hätte. Au. Nicht auf mich, du blödes Vieh. Die Talmor. Oh. Da vorne haben wir einen Heiltrank. Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gebracht, nicht wahr? Mit Kirchler hat gesprochen, nicht wahr? Er weiß, wo sich der alte Mann aufhält, ihn besucht. Er hat es mir selbst gesagt. Den Rest eures Geldes bekommt ihr, wenn wir seine Geschichte bestätigen. Wie vereinbart. Hm. Er hat also gesprochen. Ich wusste es. Irgendwann fängt jeder an zu reden. Ich habe noch zu tun. Lasst mich arbeiten, wenn ihr je den Rest eurer Bezahlung sehen wollt. Kann ich? Ich könnte euch helfen. Mit mir würde er reden. Er vertraut mir. Wer ist das? Mit mir hinuntergehen? Ist es das Gesuch? Sollen wir seine Fesseln lösen und euch zusammen in eine Zelle stecken? Ihr könnt ihn fragen, was ihr wollt und sehen, was er euch antwortet. Nein, nein, ich... Nee. Das wäre vermutlich. Nee. Und jetzt raus mit euch. Oh, Lindelbach. Eines Tages wird es ihm so gehen wie mir. Ja. Warum sind das so viele? Du wolltest rausgehen? Du wolltest rausgehen? Nicht in die Abstellkammer? Husch. Was auch immer. Da haben wir einen Wachposten. Ich speichere mal in der Besenkammer und dann schauen wir mal weiter. Okay, der andere kam nicht wieder reingerannt und heult rum von wegen Drache. Ja, das ist auch ohne Nachtsicht hell genug. Puh, haben wir ein Glück, dass der inzwischen nicht mehr hier drin ist. Lugen wir mal ganz kurz, wo müssen wir eigentlich hin? So aus, als wäre es auf dem gleichen Stockwerk. Der andere dürfte in den Keller gegangen sein. Da halten die wohl jemanden gefangen und foltern. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir den im Keller befreien, sorgt der vielleicht für ein Ablenkungsmanöver. Könnte klappen, könnte aber auch furchtbar schief gehen. Puff. Experte. Mit Ragen. Ich glaube nicht. Schritte links. Ist da jemand? Ja, da ist wohl jemand. Jetzt haben wir es schon so weit geschafft, haben so viele Hindernisse überwunden, da wird uns diese letzte Wache doch nicht aufhalten. Oder vielleicht doch. Wenn ihr wollt, erfahrt ihr das morgen. Bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao.